Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem weiteren Video auf dem ID-Kanal. Heute schauen wir uns ein Video auf dem Kanal von Weiße Eule an und zwar 10 Momente, die du nicht glaubst, dass sie passiert sind. Freunde, ich bin auf jeden Fall gespannt. Wir legen los. Let's go. Hey, willkommen zu einem neuen Video. Da Videos wie dieses sehr gut bewertet werden, haben wir wieder das Internet nach allen möglichen unglaublichen Momenten durchforstet, die man gesehen haben muss, um sie zu glauben. Bleibt also dran. Lasst uns in den Kommentaren wissen, ob ihr ein anderes Video kennt, das wir in diese Liste aufnehmen sollten. Du bist neu auf diesem Kanal? Dann vergiss nicht, uns zu abonnieren und aktiviere die Benachrichtigungsglocke. Bevor wir anfangen, gib einen Daumen hoch. Nummer 10. Wenn es um die Arbeit geht, stellen die Chinesen immer sicher, dass sie mit maximaler Geschwindigkeit und unglaublicher Genauigkeit das Beste aus sich herausholen. In diesem Video sehen wir eine Frau aus der Stadt Weifang in Shandong, China, die beim extrem schnellen Zählen von Geldbündeln gefilmt wurde. No way, die muss doch Fehler machen. Das kann doch nicht wirklich. Was? Die Aufnahmen wurden angeblich während eines Wettbewerbs gemacht, der von dem Unternehmen, in dem sie arbeitet, veranstaltet wurde. Ziel des Wettbewerbs ist es, herauszufinden, welcher Kassierer das Geld am schnellsten zählen kann. Die Frau in dem Video hat sicherlich gute Chancen zu gewinnen. Ja, die kann einfach Gitarre spielen. Die könnte einfach safe Gitarre oder Klavier spielen, so schnell wie die mit den Fingern. Ist Wahnsinn. Die Fünf-Finger-Methode anwendet, bei der sie alle Finger zum Zählen der Scheine benutzt. Auch die 100 weiblichen Angestellten eines Busunternehmens in Zhengzhou scheinen gut im Umgang mit Geld zu sein. Sie schaffen es, 100 Geldscheine in nur einer Minute und 40 Sekunden zu zählen. Und das mit einer Fehlertoleranz von weniger als 0,005%. Wahnsinn. Nummer 9. Wahnsinn. Irgendwo in Mexiko gibt es eine schwimmende künstliche Insel, von der ihr nicht glauben würdet, woraus sie besteht. Darf ich vorstellen? Richard Sower, ein britischer Künstler, der einen interessanten Weg gefunden hat, Plastikflaschen zu recyceln und daraus eine Insel zu bauen. Oha. Eines der größten Abfallprobleme auf unserem Planeten sind Plastikflaschen und sie brauchen sehr lange, um sich zu zersetzen. Bis zu 400 Jahre. Aufgrund dieser Eigenschaften dachte Richard, dass solche Plastikflaschen ein gutes Baumaterial sein könnten. Er füllte die Plastikflaschen mit Luft und steckte sie in Netzsäcke. Auf diese improvisierte Weise stützte er eine Struktur aus Holzpaletten unter Sperrholz und Bambus und bedeckte die Oberfläche dann mit Sand. Anschließend pflanzte er am Boden Mangroven, die als perfekter Klebstoff für die Struktur dienten. Sein 28 Meter langes und 25... Boah, das ist ja voll schön. Ich würde da gern mal hin. Ich weiß nicht. Einfach mal dort übernachten. Aber Leute, wir wissen doch, in Alemannia ist alles verboten, was nicht im Gesetz steht. Das heißt, das ist sowieso 100% nicht erlaubt. So, der hat seine eigene Insel erstellt. Ja, erstmal Grunderwerbsteuer. Was ist mit der Grundsteuer? Abwasserabflusskosten? Standplatzierung, Kennzeichenpflicht, ist das Ding motorisiert, bewegt es sich, ist da ein Anker platziert. Ich sag's euch, Deutschland würde so, du kannst in Deutschland nichts machen, du kannst nichts machen. 20 Meter breites Plastikparadies besteht aus einem Haus mit drei Schlafzimmern, das mit Solarzellen, Wi-Fi und einer Toilette ausgestattet ist. Genau, du würdest für die Solarzellen in Deutschland auch eine Genehmigung brauchen und weil das Ding keine Adresse hat, keine Hausnummer, bekommst du keine Genehmigung. Ja, herzlichen Glückwunsch. Man muss woanders sein. Das ist Nummer 8. Es wäre so schön, wenn wir so etwas hier hätten. Die meisten Fotografen arbeiten bequem in einem Studio, aber andere riskieren ihr Leben, um den richtigen Moment einzufangen, selbst wenn sie dafür in einem fliegenden militärischen Transportflugzeug sitzen müssen, mit offener Tür. Ahmed Haider ist ein solcher Fotograf, der während der Proben für die Flugshow zum 90. saudi-arabischen Nationalfeiertag, der jedes Jahr am 23. September gefeiert wird, Bilder von Kampfjets machen musste. Er erinnert an die Umbenennung des Landes vom Königreich Nejd und Hejaz. Normalerweise wird er mit Volkstänzen, Gesang und traditionellen Festen gefeiert. Zum 90. Jahrestag der Umbenennung wurde die Veranstaltung jedoch um einen Auftritt mit einem Düsenjäger erweitert. Dank des saudischen Journalisten Enad Al-Otaibi, der Ahmed beim Fotografieren der vier Kampfjets in Aktion festhielt, wurde der Welt die abenteuerliche Seite der Fotografie hinter den Kulissen vor Augen geführt. Ihr müsst euch vorstellen, ihr fliegt dort und da ist ein Jet, das irgendwie so 10 Meter vor euch ist. Das ist so surreal. Du denkst einfach, ja, die stehen in der Luft. Das sind aber, die sind super schnell. Ahmed war glücklicherweise mit einem Gurt angeschnallt, sodass er während des Fotoshootings völlig sicher war. Aber trotzdem muss man für so etwas sehr mutig sein. Findet ihr nicht auch?
Nummer 7. Boah. Es war ein ganz normaler Golftag für die Golfer im Buffalo Creek Golf Club in Palmetto, Florida, bis plötzlich ein 4,6 langer Alligator auf dem Platz auftauchte. Was ist das für ein Teil? Das ist ja Monster. Das ist ja gefühlt ein Dinosaurier. Never ist das eine normale Größe. Das ist ein Ultra-Biest. Dieses Video wurde 2000... Das ist Bowser. Einfach Bowser von Super Mario. 2016 vor dem Golfer Charlie Helms aufgenommen und ging sofort in den sozialen Medien viral. Der Alligator, der später Chubbs genannt wurde, war so riesig, dass er ein bisschen wie ein Dinosaurier aussah. Yo. Der Besitzer des Golfclubs sagte, dass seit das Video von Chubbs viral ging, immer mehr Golfer den Platz besuchen, nur um einen Blick auf den berühmten Riesenalligator zu erhaschen. Er fügte hinzu, dass der Alligator eigentlich schon seit 25 Jahren in der Gegend... Alter, was? Der ist halt einfach real und der läuft ja einfach so durch die City herum. Man sieht, der ist schon älter, aber der kann auch richtig hoch stehen. Weil ich habe nie gesehen, dass Alligatoren so krass sich aufrecht halten können. ...umherschreift, aber dies war das erste Mal, dass er gefilmt wurde. Chubbs scheint sie in Buffalo Creek nicht zu stören und so lassen sie den Alligator weiterhin in Ruhe. Schließlich gibt es in ganz Florida Alligatoren, aber dieses riesige Tier ist offensichtlich recht selten. Krank einfach. Nummer 6. Eines der lustigsten Dinge, die man mit der Kamera festhalten kann, sind die Reaktionen der Leute, vor allem wenn sie erschreckt sind oder wenn man ihnen einen guten Streich spielt. Dieses Video des YouTubers Nick... Ich dachte so ein Nonnenwitz. Was ist ein Nonnenwitz? Der Charakter von The Nun. Da hat bereits über 12 Millionen Aufrufe, weil er einen Streich in einem Kostüm der Nonne gespielt hat. Die Nonne, auch Valak genannt, ist die Figur aus dem amerikanischen Horror- oder Thriller-Film aus dem Jahr 2018. Die Nonne war auch in dem Film Conjuring 2 von 2016 zu sehen, also ging der YouTuber in seinem Outfit auf die Straße, um die Leute zu erschrecken. Nur so zum Spaß. Und wenn du keine Horrorfilme magst, dann kannst du natürlich davon ausgehen, dass die Leute anfangen zu schreien, wenn sie The Nun plötzlich im echten Leben sehen. Nick hat es geschafft, den Leuten einen Streich zu spielen, denn niemand hatte erwartet, dass Valak an diesem Tag in der Stadt herumspazieren würde. Nummer 5. Ist jetzt aber nichts ultra Besonderes. Man zieht einfach Kostüme an und erschreckt Leute. Es ist aber jetzt kein ungewöhnlicher Clip, wo ich nicht glauben würde, dass diese aufgenommen wären. Also ich fand, der war eher so medium. Medium rare. Diese riesigen Seelöwen werden Stellerseelöwen genannt. Und wenn es eine Eigenschaft gibt, die wir über sie wissen sollten, dann ist es, dass sie sehr mutig sind. Das mag auch der Grund sein, warum sie nichts davon abhielt, auf ein unbemanntes Boot zu klettern. Wie man in den Videoaufnahmen sehen kann, scheint das Boot Mühe zu haben, das Gewicht der Seelöwen zu tragen. Die sind ja riesig. Es ist unglaublich, dass das Boot nicht untergeht, denn Seelöwen können bis zu 400 Kilogramm wiegen. Wenige Augenblicke später kommt ein anderer Seelöwe aus dem Wasser, um auf das Boot zu klettern, aber es scheint, dass er nicht mitmachen durfte. Also, hey, du kommst hier nicht rein. Vergiss es. Hier ist ein Platz für zwei. Die Videoaufnahmen wurden von einem ehemaligen Fußballspieler namens Joshua Phillips gemacht, der in der Nähe einkaufen war. Das muss eine große Überraschung gewesen sein, denn normalerweise sieht man diese Tiere in kälteren Gewässern wie der Antarktis. Aber manchmal tauchen sie auch an anderen Orten auf, weil sie Ozeane überqueren und sich wahrscheinlich verirren. Nummer 4. Ja, krass. Auf den ersten Blick sah der Rasen... Jetzt kommt's, Leute. Diese Blase, die muss platzen. Das ist ein ganz normal Kumpelblase. Aus mit einer kleinen Wasserlache am Rand. Aber das war nicht der Fall, denn als ein Mann darauf trat, bewegte es sich plötzlich. Dieses Phänomen kann an verschiedenen Orten auftreten, auch auf Golfplätzen und in Hinterhöfen. Was wie eine Grasblase aussieht und sich wie ein Wasserbett bewegt, nennt man eigentlich Rasenblase. Diese entstehen, wenn sich Wasser unter der Grasoberfläche ansammelt. Dies geschieht in der Regel dort, wo Kunststofffolien als Substrat für den Rasen verwendet werden. Okay, also man macht Kunststofffolien drunter. Das ist nur möglich in Amerika. Plastikfolie unter dem Boden, damit das Gras drauf wachsen kann, damit es auch schön frei von Würmern und so ist wahrscheinlich. Und da kommen dann die Blasen rein. Okay. Okay, jetzt verstehe ich, wo das kommt. Ich habe mich immer gefragt, wie kommt das zustande? Das Wasser, das sich zwischen der Folie und dem Gras bildet, führt zu einem Schaukeleffekt. Dies wird manchmal durch den Wasserfluss bei starkem Regen oder durch ein defektes Abflussrohr verursacht. Glücklicherweise können diese Grasblasen einfach mit Gartenwerkzeugen aufgestochen werden, damit das eingeschlossene Wasser abfließen kann. Nummer 3. Aber es ist eine schöne Attraktion.
Dieser Roboter ist ein Angestellter des Restaurants Beast and Butterflies im M Social Hotel in Singapur und kann definitiv einige von uns schlagen, wenn es um die Zubereitung von Omelettes geht. Darf ich vorstellen? Oscar. Der erste Prototyp eines automatisierten Servicekochs, der im Alleingang alle Arten von Eierspeisen für die Gäste des Hotels zubereiten kann. Ihr müsst nur einen leeren Teller auf Oscars Arbeitsstation stellen und wählen, ob ihr Spiegeleier oder Omelettes möchtet, und schon macht sich der Roboter an die Arbeit. Oscar legt dann sofort los und in nur 3 Minuten ist das Gericht perfekt auf dem Teller des Gastes angerichtet. Naja, perfekt sieht jetzt ein bisschen anders aus, aber ist cool. Ich würde es probieren. Da es sich bei Oscar noch um einen Prototyp handelt, kann er vorerst nur Eier servieren, aber mit der Zeit wollen die Macher Oscar auch andere Gerichte beibringen und wer weiß, vielleicht lernt er eines Tages das perfekte Steak zuzubereiten. Oscar arbeitet im Hotel mit ihrer Schwester Aura zusammen, die die Aufzüge bedient und den Gästen in den Zimmern zur Verfügung steht. Es scheint eine lustige Erfahrung zu sein, ein solches Hotel zu besuchen. Würdet ihr das auch einmal gerne erleben? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Absolut safe. Nummer 2. Absolut. Locker. Der Pilot dieses Hubschraubers war offenbar so verzweifelt, ein Feuer zu löschen, dass er beschloss, Wasser aus einem nahegelegenen Schwimmbad zu stehlen. Das Video wurde von Joao Guimares aufgenommen, der Nachbar des Pools... Stell dir vor einfach, ja Mann, es kommt so ein Helikopter an euer Haus und klaut euch das Wasser aus dem Pool. Das kannst du dir nicht ausdenken. Besitzers war... In einem der nahegelegenen Häuser war ein Feuer ausgebrochen, sodass der Hubschrauber zu Hilfe kam. Joao filmte einen Großteil der Szene und hatte sogar die Gelegenheit, mit dem Piloten zu sprechen. Dem Piloten zufolge ist es in Portugal erlaubt, im Falle eines Brandes als letztes Mittel Wasser aus nahegelegenen Schwimmbädern zu holen. Okay. Der Besitzer des Pools könnte dann eine Klage einreichen, um den Schaden oder das verlorene Wasser ersetzt zu bekommen. Da er also bereits in der Nähe war, beschloss er, etwas Wasser aus dem Pool zu stehlen und das Feuer wurde glücklicherweise erfolgreich gelöscht. Nice. Nummer 1. Das sind coole Momente. Das ist cool. Wahrscheinlich hast du schon einmal aus Spaß versucht, einen flachen Stein über das Wasser zu werfen und zu sehen, wie weit er kommt. Aber was meint ihr, wäre dieser Weltrekord vom Flitschen? Also mein persönlicher Rekord. 3 oder 4. Vielleicht 5. Ich habe Leute gesehen, die machen 7 oder 8. Manche machen 12 oder 10. Weltrekord? Mehr als 20, glaube ich jetzt nicht, oder? Aber wusstest du, dass es dafür auch Weltmeisterschaften gibt und dass es sogar ein Sport ist? Der Titel für den weitesten Steinwurf über das Wasser gehört Duji Isaac aus Schottland, der eine Strecke von 121,8 Metern zurückgelegt hat. Duji wurde für seine Bemühungen sogar mit einem Guinness-Weltrekord ausgezeichnet und er hat seine eigenen Rekorde bereits 8-mal gebrochen. Beim Stone Skimming wird auch gezählt, wie oft der Stein die Wasseroberfläche berühren kann. Jedes Jahr findet auf der Insel Eastdale vor der Westküste Schottlands eine Weltmeisterschaft statt. Duji hat diese Fertigkeit von seinem Großvater gelernt, als er 5 Jahre alt war. Er gewann die Weltmeisterschaft erstmals 2005, dann 2007, 2010 und 2011 sowie von 2013 bis 2016. Leider verlor er 2017 gegen den Japaner Keisuke Hashimoto, aber sein Weltrekord wurde bis heute nicht gebrochen. Wollt ihr einen Teil 6 sehen? Und kennt ihr noch was? Das ist so krass, Leute, aber Wahnsinn. Über 100 Meter! Über 100 Meter mit so einem Stein. Krass, Leute, solche Sachen gibt es einfach auf der Welt. Das muss man mal erstmal hinkriegen. Aber ja, Leute, ich wollte an der Stelle sagen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne einen Daumen rum da. Und abonniert gerne den Kanal, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Aktiviert die Glocke, wir sehen uns im nächsten Video. IDs raus, haut rein und ciao.